Der Tag unserer Rache rückt näher. Es scheint, diese Grillmanns hatten nicht erwartet, dass wir durch die verborgene Tür eindringen, Aigir. Ja, wenn sie verborgen war, werden sie wahrscheinlich auch nicht mal was davon gewusst haben, oder? Das ist amüsant, doch mich langweilt der Umgang mit niederem Grimhans. Lasst uns jetzt endlich Skorgrim finden. Helft Gimli, immer noch unsere Mission. Was hast du hier eigentlich? Hoffnung, oh. Na dann. Okay, es wird einfach wieder zum Massenmord aufgerufen, wie es scheint. Dann machen wir das doch. Bringen wir alles um, was uns in den Weg kommt. Wird schon passen. So, aber das sind alles... Ach nein, der eine ist ein großer zumindest. Die anderen sind aber die kleinen bloß. So, wollen wir erstmal das Gesindel an der Seite weg und dann können wir uns ja um den Vorarbeiter kümmern noch. Ja, das geht alles. Bloß wieder schauen, dass ich jetzt meinen Fokus noch aufladen kann, bevor Gimli sich direkt wieder tollwütig auf die nächsten stürzt. Das muss ja nicht sein. Machst du eine Ehrenrunde ums Lagerfeuer? Okay, warum nicht? Kann man machen. Ich meine, warum sollte man auch den direkten Weg nehmen? Wäre ja auch die Frage, warum sollte man nicht einfach durchschleichen, was man ja durchaus hier hätte tun können. Aber hey, wir haben einen Zwerg dabei. Was erwarten wir? Gut, ich gehe mal wieder einen Schritt ran. Wir sollten doch schon... Ja, jetzt sind wir über die Hälfte drüber. Halt mir zur Hilfe, Brüder! Helft dem Hauptmann! Kriegt das wieder nicht alleine hin und ruft sich seine Buddies zur Hilfe. Aha, na dann. So, da haben wir unseren Fokus jetzt wieder schön schnell hochgekriegt. Gefällt mir. Oh, die Waffenmeister sind ja auch noch welche mit Rahmen. Ich dachte, es sind jetzt auch noch mal solche kleinen. Aber der hat noch mal richtige Gegner hergerufen. Na gut, warum nicht? Ich meine, immerhin verteidigen sie ja auch das Innerste der Festung. Das sollten ja dann auch schon vernünftige Kämpfer sein. So, dann haben wir auch dich jetzt endlich klein. Es wird Zeit. Fokus wieder. Immer schön dran denken, sofort den Fokus aufzufüllen. Sonst könnte man schon Probleme kriegen. Noch eine Gruppe, natürlich. Weil es so viel Spaß macht. So, ich nehme erstmal den hier zur Brust. Wieder erstmal die Kleinen. Du bist auch ein Kleiner, ne? Ja. So. Der Wächter ist auch noch ein Kleiner. Ich nehme erstmal alles, was klein ist. Oh, schön, haben wir mal wieder eine Seite gewunden. Das ist sehr nett. Mehrere sogar gleich. Ein Traum. So, komm mal her hier, Vorarbeiter. Komm mal her und lass dich hauen. Bleib mal hier. Renn doch nicht weg. Ich wollte ihn noch nicht angreifen. Das war jetzt so im Affekt geschehen. Wie das eben manchmal so ist. Man läuft durch die Gegend und auf einmal schießt man irgendjemanden einen Pfeil in den Bauch. Naja. Passiert mir öfter. Wenn ich spazieren gehe draußen. Es ist Zeit, dass wir zum Ende kommen. Der Nazgul und Skorgrim können nicht mehr entkommen. Okay. Wir stehen vor der letzten Herausforderung hier in der Festung. Ich glaube, das war genug. Was? Wie, das war genug? Wir kämpfen schön weiter. Stell dich mal nicht so an, du Muschi. Okay. Skorgrim kann sich nirgendwo mehr verstecken, Aigir. Und ich glaube, das ist ihm jetzt auch klar. Sein Verderben wartet vor seiner Tür und er muss sich ihm stellen. Seid ihr bereit zum Kampf? Ja. Schon. Kommt raus, ihr Schurken! Eure Tage sind gezählt! Horror, na da. Wenn du das sagst. Wer wagt es, hier einzudringen? Dreifach verfluchte Narren! Ich werde es nicht länger dulden, dass ihr jeden meiner Schritte verfolgt! Skorgrim, kümmere dich um diese Eindringlinge und führe deine Männer danach nach Helle.
wie ihr befehlt. Ihr habt euch durch unehrenhafte Mittel Zutritt verschafft, Gimli, Sohn des Gloll. Ihr macht den Langwert mit eurem Geschleiche und Gekrieche Schande. Schert euch fort! Genug geredet, Skorgrim. Meine Axt wird deine plappernde Zunge schweigen lehren. Ihr seid ein Narr. Wo sind eure Armeen, törichter Langbart? Hier sind die meine. Geister und Zwerge. Er versteckt sich mal wieder hinter einer Masse von kleinen Helfern. Dieser alte Feigling. Komm, da wüten wir mal ein bisschen. Das sind jetzt alles wirklich kleine Gegner, bloß. Nimm das! Deswegen können wir auch so eine schöne Masse davon abwehren. Das macht sich ganz gut eigentlich. Oder kommen aber schon ein paar hier, ne? Na gut. Macht nichts. Ach, das Gespenst hat sich versteckt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich niemanden mehr zum Angreifen habe. Ihr habt keine Chance zu gewinnen. So, können wir denn jetzt mal wieder angreifen? Dankeschön. Weg mit dem Gespenst. Dieser alte Betrüger, sich einfach unsichtbar zu machen. Ach, ich krieg wieder die Großen ab. Ach nein, jetzt sind alle groß, sehe ich gerade. Naja, gut. Ich dachte schon, ich muss wieder das große Viehzeugs besiegen und er nimmt hier die Kleinen und verlustiert sich mit denen. Gut, ich sehe gerade, mein Leben leidet doch ein bisschen drunter hier, unter dem Kampf. Oh schön, mein Skill hat mir wieder ein bisschen was draufgegeben. Das war ganz praktisch. Ich habe doch schon angefangen, mir langsam aber sicher Sorgen zu machen. Aber so, alles gut. Was macht ihr? Ah, ich kann noch nicht wieder. Das ist natürlich ärgerlich. So, Gimli, magst du gerade mal allein kämpfen? Ich würde mir dabei... Ich pfeife mal hier so ein... Weiß ich nicht, was tue ich mir denn rein? Keine Ahnung. Das bringt eigentlich kaum, weil wir ja jetzt so viele Lebenspunkte haben. Aber ich schmeiß mir trotzdem mal was rein. Na komm, Gimli, den schaffst du. Hau drauf! Ihr Narren, ich werde euch höchstpersönlich erledigen. Tja, wenn dir die Verbündeten ausgehen, dann musst du es eben selbst machen. Okay, mein Leben ist wieder voll. Wann ist das denn passiert? Keine Ahnung. Nichts dagegen. Ah, jetzt kann ich auch den hier wieder einsetzen. Wunderschön. Ihr seid ein Narr, Langbart, und bringt euren Freunden den sicheren Tod. So. Dieser Kampf wird gemütlich. Der Untergang des Nordens wird über euch hereinbrechen. Diesmal kannst du nirgendwo hinrennen oder dich hinter niemanden verstecken, Feigling. Meine Meister werden eure Schatten peinigen. Diesmal musst du dich ganz allein rauskämpfen aus der Sache. Na, wie sieht's aus, Skorgrim? Hältst du noch eine Weile durch? Wieso bin ich ja eigentlich derjenige, der im Nahkampf kämpft? Ich weiß es nicht. Ich bin doch Jäger. Solltet die anderen nicht alle im Nahkampf hier draufgehen? So, jetzt können wir auch mal wieder hier unseren Skill zur Fokusauffüllung nutzen. Jetzt heilt der Kerl sich auch noch. Ihr werdet sterben, ihr Narren, aber euer Leiden wird nicht enden. Na, ich hoffe mal, bei mir reicht das mit dem Leben. Schauen wir mal. Meine Meister werden eure Schatten peinigen. Du wiederholst dich auch langsam, Kollege. Aber leier deine Platte nur runter. Es wird dir nichts nützen. Wow. Was denn? Oh shit, oh shit, oh shit, mein Leben. Ihr mögt diesen Körper verletzen, doch dieser Körper bedeutet mir nichts. Gimli, könntest du irgendwas tun? Oh Gott, wir kriegen ihn noch hin. Dieses Gefäß hat unseren Zwecken wohl gedient, doch jetzt ist seine Zeit abgelaufen. Ja, ich bin jetzt ganz nah. Ganz nahe an meinem Ziel. Und jetzt zu meiner letzten Aufgabe.
Warum nur fühlt es sich überhaupt nicht wie ein Sieg an, was hier gerade geschehen ist? Hat Skorgrim etwa von Anfang an vorgehabt, zu sterben und getötet zu werden von uns? Na, zumindest haben wir dem Zwerg jetzt erstmal Einhalt geboten. Trotzdem irgendwie komisch. Seid gegrüßt. Ihr habt euch wacker geschlagen, Algier. Und wir haben der Bedrohung durch Skorgrim ein Ende bereitet. Mich beunruhigt die Flucht des Nazgul und die Erscheinung nach Skorgrims Tod. Doch im Moment können wir nichts dagegen tun. Immerhin haben wir den Grimhans ihren Verrat heimgezahlt. Ha! Das war's zu dieser Instanz und wir haben mit Ach und Krach, war dann doch ziemlich knapp am Ende, hätte ich gar nicht gedacht, Skorgrim besiegt. Lasst uns! Lasst uns? Okay, warum nicht? War ein toller Befehl. Das war ein guter Kampf, doch nun dürfte es Zeit sein zu gehen. Ich bin bereit, zu den Unterkünften im Bruchtal zurückzukehren, wenn ihr hier fertig seid. Okay, und wir machen zurück zu Gloin. Können wir schon wieder? Ja, tatsächlich. Nee, 1:20 noch an Abklingzeit. Ein Traum. Ja, dann, was machen wir denn in der 1:20? Was hat Gimli denn noch zu sagen hier? Nicht viel. Das war ein guter Kampf, Algier. Sowas hat man nicht jeden Tag. Zwerge. Gut, bei Aragorn gab es dann, glaube ich, die Einführung zu einem anderen Buch. Nur an Anuminas gibt es noch einen Silithar. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Ja. Ich muss mit euch sprechen. Damit warten wir erst nochmal mit dem Buch 6, Kapitel 1. Das kommt dann erst später. Das müssen wir ja jetzt noch nicht anfangen. Ja, also wir haben gesehen, irgendwie war es doch ein bisschen merkwürdig mit Skorgrim. Es schien bald so, als ob er darauf gewartet hatte, getötet zu werden. Sein Geist ist aus seinem Körper gefahren und er hat ja gesagt, jetzt kann er sich seiner eigentlichen Aufgabe stellen. Und diese eigentliche Aufgabe, das ist, ich habe es glaube ich schon am Ende der letzten Aufnahmesession angedeutet, ganz kurz, das ist ein bisschen so wie mit Ivar in den einsamen Landen. Es gehört nicht zum Hauptquest, das Ganze dann noch weiter mit zu verfolgen, sondern das sind dann Zusatzaufgaben für Gefährtengruppen. Aber ich glaube, wir werden gleich noch eine Erklärung dazu kriegen, worum es dabei genau geht. Denn noch ist das Buch nicht zu Ende, obwohl wir jetzt eigentlich schon den größten Kampf ausgefochten haben im Buch 5. Das ist nicht lang. So, jetzt können wir auch endlich wieder den Skill benutzen und zurück zu Gloins Lager machen. Und mal sehen, was der dazu sagt. Ich nehme mal an, er wird uns zu Elrond schicken. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Da sind wir wieder bei Gloins Lager. Sag mal an, alter Mann. Ihr bringt frohe und dunkle Kunde zugleich, Algier. Die Grimhans wurden besiegt. Sie werden die Langbärte nie wieder bedrohen. Zwar sind die Neuigkeiten über den grausamen Geist, der Skorgrim ausgetrieben wurde, beunruhigend. Doch dies bereitet mir noch lange nicht so viel Sorgen wie die Tatsache, dass der Reiter entkommen ist. Und noch schlimmer ist es, dass er, wie ihr mir berichtet habt, davon sprach, Männer nach Helegrod zu bringen. Es ist mir ein Rätsel, wonach er in dieser alten Zwergenhalle sucht. Leider muss noch einiges getan werden, um Bruchtals Sicherheit zu gewährleisten. Seid ihr doch versichert, dass ich euch helfen werde, wo immer ich kann. Okay, wir schauen mal, was wir hier so nehmen können. Das nicht. Das... Ja, Macht, okay. Beweglichkeit, okay. Ja. Bringt jetzt nicht wirklich so den Vorteil, muss ich sagen, ne? Wie sieht's denn mit dem Goldring aus? Der ist auch nicht so besonders. Naja. Nee, ich würde eigentlich gerne die Waldleichtjacke behalten, weil die eben auch noch Vitalitätsbonus mit hat. Dann nehmen wir einfach das, was am teuersten ist. Was ist denn das? 8, 7, 9, 8, weniger. Also die. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Buch 5, Kapitel 6, in den Fußstapfen des Bösen. Falls ihr einen Augenblick Zeit habt, erlaubt mir euch die Geschichte Helegrods zu erzählen, dessen Ruine nördlich von hier liegt. Die Geschichte könnte dabei helfen zu verstehen, was der Reiter will, obwohl ich selber nicht weiß, was das sein könnte. Helegrod wurde unter dem Berg Orod Los Tol angelegt und war viele Jahre lang der nördlichste Außenposten von Khazad-dûm. Man hat an dieser Stelle zwar kein Mithril entdeckt, aber dafür eine Menge anderer wertvoller Gesteine und Reichtümer. Diese Reichtümer lockten einen Drachen nach Helegod. Thorog war sein Name. Er tötete alle Zwerge und nistete sich in Helegods Schatzkammer ein.
In Khazad-dûm, das die Elben Moria nennen, versammelte Durin eine Schar Zwerge, um gen Hellegrod zu reisen und die Bestie zu töten. Thorok wurde besiegt, doch Durin fiel durch den letzten feurigen Odem des Drachen. Er war der fünfte seines Namens. Auch sein Nachfolger nahm ein trauriges Ende, doch davon werde ich jetzt nicht sprechen. Die Zwerge versuchten in den Jahren darauf, Hellegrod wieder zurückzugewinnen, doch der Tod lastete schwer auf jenem Ort. Und so gaben sie jene Hallen auf und brachten Hellegrods Reichtümer nach Khazad-dûm. Ich weiß nicht, was der Reiter in Hellegrod zu suchen haben könnte. Vielleicht möchte er die Halle einfach nur befestigen, aber ich habe das Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt, als es uns scheint. Vielleicht erfahren wir mehr über seine Pläne, wenn wir die Grenzen von Hellegrod auskundschaften. Versucht nicht, Hellegrod selbst zu betreten. Zu viel Finsteres lauert dort. Sucht stattdessen lieber auch nach der äußeren Schatzkammer. Sucht in der Nähe von Nangongarak. Oh Gott, was für ein Name? Nangongarak. Nee, ist klar. Kundschaftet die Grenzen von Hellegrod aus. Geht klar. Okay. Jetzt also wieder ein bisschen entspannter. Wir sehen, Hellegrod ist dann hier oben. Und in Hellegrod gibt es insgesamt 4 Instanzen, glaube ich, die sich dann mit der Weiterführung der Geschichte dann im Prinzip beschäftigen. Die wir hier jetzt anreißen. Wir werden jetzt hier sozusagen die Einführung in die großen Instanzen und Schlachtzüge des Nebelgebirges bekommen. Ich hatte es ja, glaube ich, am Ende der letzten Aufnahmesession schon erwähnt. Hier gibt es richtige Schlachtzüge zu bestreiten. Das heißt, 12 Mann braucht man dafür. Und ich habe es selbst noch nie zu Ende gespielt. Also ich habe mal spaßeshalber mit meinem Hauptcharakter, ich weiß nicht, auf welchem Level ich da war, auf jeden Fall nicht jetzt auf Level 100, sondern das war schon vorher irgendwann, hatte ich mich mal auf einem relativ hohen Level allein reingewagt. Man schafft es leider nicht. Es geht nicht allein. Wobei ich nicht weiß, ob es jetzt auf Level 100 vielleicht besser aussehen würde. Müsste ich mal probieren, aber ich glaube es bald nicht. Also es war schon ein ganz schöner Krampf, dann da zu kämpfen. Weiß ich nicht. Müsste man mal probieren. Gut, ansonsten nehmen wir das aber einfach so hin. Nehmen das zur Kenntnis, dass wir das dann hier auch nicht zu Ende führen können. Auch das ist wieder nur, naja, ich sag mal, ein kleineres Problem insofern, als dass wir das Hauptproblem, das Eriador hat, erst noch zur Gänze erkennen werden. Und das wird an anderer Stelle sein, nämlich in Angmar. Und dagegen ist das hier Kinderkram, würde ich zumindest sagen. Gut, wir müssen bloß mal auf die Karte schauen. Nicht, dass wir... Gut, eigentlich kann man sich hier nicht verirren in den endlosen Weiten. Ich meine, hier ist ja jetzt nur eine große Hochebene. Da ist ja nichts im Weg. Anders sieht es aus, wenn man im zerklüfteten Gebiet ist. Und wir sehen auch schon, hier sind wieder die Korkur. Die Korkur sind ja im Prinzip die Nachfolger, die Nachfahren der Einwohner von Rudau, der Bergmenschen von Rudau, die sich ja damals als der Hexenkönig, sich als König von Angmar dann deklariert hat, die sich ja auf die Seite von Angmar gestellt haben. Und seitdem gehören sie ja zum Bösen sozusagen. Oh, ich glaube, ich bin hier nicht richtig, oder? Nee. Das ist ja doof. Wo genau muss ich denn hier lang? Gibt es einen Weg auf den Hügel rauf? Tatsächlich davon, oder? Lass mal davon schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwie hochkommen auf den Bergkamm. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt die völlig falsche Richtung ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich solche zerklüfteten Bergregionen absolut nicht leiden kann. Man blickt halt einfach nicht durch, von wo aus man ran muss, wenn man sich nicht schon drin auskennt. Ah, das haben wir auch nicht mit auf der Karte eingezeichnet. Das ist schade eigentlich. Ne, dasselbe Spielchen hatte ich auch schon, als ich Gothic 3 gespielt habe. Ach, scheiße, das endet da unten. Na toll. Also müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Ne, dasselbe Spielchen hatte ich auch schon, als ich Gothic 3 gespielt habe. Und mich durch Nottmar bewegt habe. Nottmar ist von der Topografie her eigentlich ziemlich ähnlich hier zum Nebelgebirge, muss ich sagen. Sehr verschneit, sehr zerklüftet. Alles sehr bergig. Aber wir sind schon mal in Nangongarak, stelle ich übrigens gerade fest. Ja, und dort habe ich mich auch sehr gern verirrt immer. Da habe ich mich auch nie zurechtgefunden so richtig. Gut, wir gehen einfach mal weiter hier lang. Es wird schon irgendwo sich ein Weg auftun. Ich denke mal, im Norden werden wir ein bisschen erfolgreicher sein als jetzt hier. Also im Nordwesten, meine ich.
Wird schon passen. So, großes Bedürfnis gegen die zu kämpfen, ja, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Mir fällt gerade so auf, waren wir nicht gerade eben schon in dem Quest mit Gimli beim Dunkelblauen? Jetzt sind wir wieder beim Hellblauen gelandet. Ist es wieder ein Level runtergegangen? Ist ja auch merkwürdig. Tatsächlich, hier ist der Weg. Okay. Wunderbar. So habe ich mir das doch vorgestellt. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen und mal sehen, ob wir irgendwelche Informationen drüber erhalten können, was denn der Nazgul hier eigentlich zu treiben hat. Wow. Ja, guten Tag. Untote also. Na dann. Hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Koste diese Falle, mein Freund. Okay, wir haben ein Siegel eingesammelt und Gloin wird wahrscheinlich ziemlich interessiert dran sein, das zu sehen. Damit also wieder auf, zurück. Rein können wir noch nicht. Wir sehen Kapitel 8, Feuer und Eis müssen wir da beendet haben. Noch ist es nicht so weit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Kapitel 8, Feuer und Eis wird der Abschluss des Buches sein. Ich glaube, weiter geht's dann nicht. Also, denn wenn wir dort reinmachen, würde ich zumindest denken, kommt man in die Instanzen rein. Ich bin mir aber nicht sicher dabei. Und die Instanzen machen halt erst Sinn, sie zu spielen, wenn man schon vorher die Einführung dafür hatte. Wenn man also der Chronologie halber auch wirklich schon die Gefahr dann dort in Hellegrod hat. Und das wäre jetzt zumindest so der Anhaltspunkt, warum dort eigentlich diese Maßgabe ist. Erst wenn man Kapitel 8 gespielt hat, darf man rein. Kann auch sein, dass es noch irgendwie zum Hauptquest gehört. Und noch eine kleine Mission dort drin ist. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht sicher. Naja, jedenfalls lassen wir die alle mal links liegen hier. Wir müssen uns ja nicht unnötig hier in irgendwelche Gefechte stürzen. Also im Nebelgebirge kann man sehr viele Gegner relativ gut umgehen, finde ich. Das sieht in anderen Gegenden schlimmer aus. Also wenn man nicht will, kommt man hier ganz gut um die Kämpfe drumherum. Zumindest in der Region. Ich hatte ja schon mal angemerkt, bei den Riesen ist das ein bisschen schwieriger. Weil die Riesen eben so einen wahnsinnig großen Radius haben, so ein wahnsinnig großes Sichtfeld, in dem sie was sehen. Na gut, egal. Ich glaube, jetzt wird es weiter nach Norden gehen, nochmal gleich. Also es wird jetzt ein bisschen reitlastig, befürchte ich. Aber schauen wir doch mal. Das Siegel von Drugoth wird wahrscheinlicherweise wieder irgendwie ein Anhaltspunkt für irgendeinen Arithmanen sein oder sowas, für irgendeinen Arithfürsten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ist schon zu lange her bei mir. Könnte ich mir aber so vorstellen. Denn das letzte Mal, als wir irgendwelche Siegel von Untoten gesammelt haben, war das auch, um einen Arithfürsten zu erkennen. Nicht trödeln! Unholde! Das ist das Werk des Reiters, keine Frage. Und dieses Siegel, das ihr bei einem von ihnen gefunden habt, es ist ein Artefakt des Bösen. Aber über seine genaue Bedeutung bin ich unsicher. Vielleicht ist es an der Zeit, Herr Elrond um Hilfe zu bitten.